irgendwann stattfinden. Und ich kenne das Programm noch nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, unser Speaker vorne aus der Schweiz, der Markus Frey, der Patrick Rausser, die werden da die große Elf holen. Die werden ja jetzt BMW3 in die Luft bewegen. Die Elfe, die ganz vorne ausgestellt wird, über 80. Wo können wir das denn begutachten? Ebenfalls ein ganz schön dicker Morgen, wunderbar zu fliegen. Und die ein oder andere Kunstflugvorführung haben wir heute Mittag auch noch dabei. Also dann können wir mal ein wenig entspannen. Jetzt schauen wir mal aufs Tableau, wer jetzt dran ist. Drei Windwings. Windwings. Ah, die Truppe von und mit Jörg Etzler. Und dann warten wir mal ab, was wir dann hier jetzt gleich von Windwings zu sehen bekommen. CD59 aus dem Hause HB Modellbau. Heiko Baumgärtner hat auch seinen Stand hier. Der liegt ziemlich direkt hinter unserem Doppeldeckerbus. Und da hat auch wieder sehr schöne Modelle dabei in der Ausstellung. Der CD59 ist ein super Router, geeignet für den Segelkunstflug, für den Timingflug, für F-Schlepp. Das ist ein echter Allrounder, gibt es mit verschiedenen Spannbeinen, mit angesteckten Ohren oder wie hier zu sehen in der kurzen Spannung. Wie viel Meter? Wir sind schon. Wir sind schon. Ja.
Ich darf euch nur hier nett machen. So, wenn der Dion jetzt ein wenig auf Höhe ist, das Gerät ist natürlich in Italien, das ist cool. Es ist prädestiniert für Einsätze am Hang, natürlich auch hier in der Ebene sehen wir jetzt einen Schlepp. Der Markus Roma schleppt hier vorne mit seiner Schreiber RC Flying Academy Symphony mit dem HKQ 100, den SZD 59 vom HB Modellbau. Ralf, zum SZD 59 kannst du uns einiges erzählen? Klar, den SCD 59 habe ich auch schon mal besessen und die schönen Flügel damit gehabt. Und gibt es hier zwei Spannleide. Schauen Sie in den Himmel, es gibt diesen Kunstflug SCD 59, den Musik brauchen. In Boccia und noch viele weitere, ein Arkus, ein Kunstflug mit Musik, mit Rauch, das freut uns immer ganz besonders.
Probe hier im Programm von HB Modellbau. Passt schon alles. Dann müsst ihr alles schreiben. Dann passt es. Kunstflug mit SD59. Das ist ein kleiner Auszug aus der Produktpalette von HB Modellbau. Also da ist alles dabei. Auf herkömmlicher Bauweise erstellt, also GFK-Rumpf mit Stürmer und Ausbaustufen sind bis hin zum flugfertigen Modell erhältlich. Der Nummer 2 ist auch schon in der Luft im Haken von der Symphonie von Markus Rummer. Hat gesagt, der ist Ralf Doll aus dem Akro-Segelflugprogramm. Und der Heike Baumgartner, der erholt sich jetzt mal ein bisschen mit seinen Boccian hier im linken Bereich gut zu sehen, versucht ein bisschen Thermik zu fliegen und kann jetzt mal seine 8 Minuten genießen. Einfach mal fliegen und nachher wieder voll motiviert an den Stand für Sie. Ja, der Puchatsch, der ist hier wie gesagt kräftig am Turnen. Kunstflugeigenschaften sind durchweg sehr gut, das sieht man hier ganz schön geflogen. Und gleich dürfen Sie noch als Sahnehäubchen Kunstflug im SZD bewundern. Der hängt jetzt hier am Haken und der SZD 59 ist ein, ja, ich hätte schon fast gesagt, eine eierlegende Wollmilchsau, weil der kann nämlich alles. Der kann sowohl Segelkunstflug als auch Thermik fliegen und man hat hier einen Allrounder und einen Kunstflieger in einem. Hier sehen wir ihn jetzt in der kurzen Version, ich oder 5,30 Meter in der Spannweite. Und der 59 kann dann halt eben auch mit Ansteckohren geflogen werden. Dann entwickelt er sich zum richtigen Thermikschleicher. Die erkennt man aufgrund von dieser nicht alltäglichen Silhouette sofort. Man fällt auch auf jedem Flugplatz damit sofort auf. Das Gespann mit dem SZD 59 geht jetzt auf Höhe. Wie gesagt, die Modelle alle mit GFK-Rumpfstörer, Bachiflächen, entsprechend Kohle unterlegt und mit Hohlkehlen. Also alle technischen Raffinessen, die man braucht, die gibt es. Er hat noch einen großen Planik im Programm und das ist wirklich ein super Scale-Flieger mit funktionierenden Fowler-Klappen. Also er hat sich da Riesenarbeit gemacht, diese Fowler-Klappen anzulenken, genauso wie beim Original und Scale-Hecksporne entwickelt. Also das ist wirklich ganz, ganz großes Kino, was uns der Heiko Baumgärtner hier ausgibt. Okay, jetzt kommt er hier mit dem Boccian von rechts im Überflug. Ja, auch Boccian kann Kunstflug. Also wenn man mäßig, stellt sich das Problem nicht. Ralf, hast du schön geflogen, ich bin zufrieden mit dir, hast du fein gemacht. Und jetzt warten wir auf das Zeichen für die Musik und dann schauen Sie einfach hin. Musik bitte ab, meine Damen und Herren.